sehen als nächstes Juice gegen Tobito, wenn ich das richtig sehe. Ja, wir sind im Lower Quarterfinal. Wir arbeiten uns hoch und entscheiden jetzt, wer darf gegen Demon im Lower Final spielen und wer geht dann ins Grand Final gegen Some Absol, der schon dort thront mit verschränkten Armen und sagt, ihr kommt mal her und wir reden dann mal weiter. Wobei ich nicht glaube, dass er großartig reden will, sondern der will seine Streak weiter durchführen. Definitiv. So, im Hintergrund machen sich die Spieler bereit. Ja, wir haben Juice gegen Tobito. Yes. Wir machen uns bereit. Ich richte das Tournament-Tool ganz kurz ein. Juice gegen Tobito. Jetzt müsste ich meinen Krebs wieder anstrengen, um zu gucken, welches Matchup hatten wir denn da? Juice mit Dark Samus und Tobito. Wir sehen nochmal Joker für heute im Best of Five. Best of Five Losers Quarter Final. Ja, die beiden machen sich im Hintergrund bereit. Besprechen sich noch ein bisschen, wer hier anfangen darf. Ja, Rock, Paper, Scissor kommt gleich auch nochmal zum Tragen. Und wir sehen im Hintergrund, ich hätte noch gerne Ja drauf geschrieben, aber das war leider nicht möglich. Ja, ich habe gehört, Brazery wird wahrscheinlich gleich auch noch am Start sein. Genau, nachdem wir ja jetzt ein bisschen Zeit hinter der Kamera verbracht haben. Es war mir auch ganz wichtig, dann einfach ein paar Stimmen aus dem Gathering einzufangen, mal da so ein bisschen nachzuhören, inwieweit man da die Parallelen zieht zur Hilltop-Zone, inwieweit man da Verknüpfungen findet, sich eventuell auch miteinander austauscht, wie auch immer. Also da kann ich dir sagen, das gegenseitige Interesse kann man in dem Moment tatsächlich sagen, ist sehr, sehr hoch, auch wenn es jetzt beim Gathering aktuell ein bisschen ruhiger geworden ist. Ja, das Essen ist eingetroffen, man hat sich zusammengetan und hat für das leibliche Wohl gesorgt, wie wir es ja auch eben live gesehen haben. Aber ja, Brazery ist gleich hier an meiner Seite. Du kannst jetzt mal für mich übernehmen, mal beim Gathering nachschauen und dich und Kari sehen wir dann gleich nach dem Loser Bracket Quarterfinal zwischen Just und Tobito weiter. Jetzt muss ich natürlich an der Stelle... Ich würde natürlich gerne das Semifinal noch mitnehmen, wenn ihr möchtet. Wir haben ja noch wirklich Quarterfinal, Semifinal, Loserfinal und das Grandfinal. Hier sind noch vier ganze Matches, ne, die letzten Matches des Abends. Und dann gehen wir auch noch mal kurz ein bisschen zum Gathering reinschauen. Ja, es wird noch einiges geben. Ja, aber es ist, die sind schon ready to fight. Eine Sekunde gerade, Jungs. Technik ist ja dein Ding, meins ist ja das Reden. Wie kann ich denn hin und her swappen? Einfach nur auf Take drücken. Wunderbar. Dann machen wir das doch. As easy as it is. Und sorry, Leute, ich muss hier ganz schnell umstellen. Ja. Das, was wir jetzt sehen, ist ja absolut Banane. Was ist denn bei euch los? Was hat euch denn geritten? Wir sehen hier Ganondorf gegen Ganondorf. Das kann ich direkt erklären, denn Just und Tobito haben sich einfach spontan dazu entschieden, beide Ganondorf zu wählen. Normalerweise haben wir Dark Samus auf Seiten Justs und Joker bei Tobito. Aber die zwei kennen sich, die zwei haben gesagt, hey, pass mal auf, komm, wir machen das heute Abend mal ein bisschen lustig und spielen jetzt hier im Loser Bracket Quarterfinal beide Ganondorf. Ja, Olli, ich würde sagen... Ich darf an dieser Stelle Brazer begrüßen, du bist perfekt reingekommen und weil es so schön auch zum 21. Mai passt, sehen wir die Green Hill Zone im Hintergrund. Ja, so ist es, liebe Freunde, und da steht es schon, ja, 3-2 aus Sicht Tobitos und es geht einfach Schlag auf Schlag weiter. Ja, da müssen beide jetzt aufpassen, denn es steht 2-2, 0% und wir begrüßen Brazery. Schönen guten Abend, grüß dich. Ja, guten Abend, schön, dass ich jetzt hier auch als Caster dabei sein darf. Ganz am Anfang im Turnier mitgespielt, direkt natürlich als Underdog hier auch komplett ausgeschieden, aber froh jetzt hier dabei sein zu dürfen als Caster und dann vor allem noch in einem Ganondorf-Ditto-Match. Bin mal gespannt, wie das hier, für welche Seite das hier ausgeht, dann auch noch auf der Green Hill Zone. Also wir haben hier schon 2-1 und es wird ein verdammt tolles Match, denke ich. Ja, definitiv. Und es geht ja für beide Spieler um den Verbleib im Turnier. Denn wer diese Paarung verliert, scheidet aus und muss hier nochmal 2 Wochen warten. Und da geht doch direkt die Führung an. Lasst uns kurz das Bild laden. Es geht an Tobito. Es geht an Tobito. Es geht an
Tobito. Ja, Blitzstart für ihn also. Im Best-of-Five-Modus, liebe Freunde. Ja, die Spannung ist unverändert groß. Olli macht sich gleich auf den Weg nach vorne und jetzt habt ihr Brazzery. Für all diejenigen, die ihn noch nicht kennen, live vor der Kamera. Ich meine, wir beide haben ja schon das ein oder andere spannende Match kommentiert. Da aber in Rocket League. Für dich jetzt also auch die Premiere in Smash Bros. Während wir Olli, der euch natürlich auch zu Hause einige Bilder von vorne präsentieren will, sagen, dein Handy liegt auf der Kamera. Auf dem Tisch. Auf dem Tisch. Ja, ja, es ist schon spät. 21 Uhr am Freitagabend. 1:0 für Tobito und kaum sprechen wir es aus, geht es schon weiter. Ja, Tobito hat hier im ersten Match so eine kleine Dominanz am Ende gezeigt, hat hier dann einfach den Stock mitgenommen, indem er ihn runtergezogen hat. Mal schauen, ob er jetzt das zweite Set mitnehmen kann. Diesmal allerdings nicht auf der Green Hill Zone, diesmal gehen sie auf Final Destination, mein persönlicher Favorit. Also Tobito versucht das hier direkt schon früh auszuschließen. Kriegt jetzt hier erstmal schon auf Just. Viele Prozente drauf, will hier Offstage spielen, ist schwierig mit Ganondorf, weil der hat keine so tolle Recovery. Wenn er da einmal falsch getroffen wird, kommt er nicht wieder so einfach drauf. Hier wird der Spike nach unten versucht von Tobito. Just kriegt aber nochmal auf die Stage. Insgesamt, man sieht ja, man hat zwar ein langsameres Match, weil hier zwei Ganondorfs spielen, aber der Schaden sitzt und wir sehen auch, das Schwert sitzt genauso. Just hier mit einer Up-B haut hier Tobito einfach aus der Stage raus, der euch dann vorne auf dem Screen begrüßt. Ja, also auch 3D hier in dem Fall am Start, aber nichtsdestotrotz. Quarterfinal im Loser-Bracket. Würdest du sagen, Presery, man merkt das den beiden Spielern an, dass sie nur noch diese eine Chance hier heute Abend haben? 2:2. Ah, ich bin mir nicht so sicher. Also klar, sie haben nur noch die eine Chance hier heute Abend, aber das hier ist ja auch so ein bisschen doch ins Friendly gegangen, dadurch, dass beide Ganondorf spielen und hier wird es auch direkt nochmal gedreht zu einem 2:1. Das heißt, Just kann hier jetzt gegebenenfalls für einen Grab gehen und einfach Tobito mit nach unten ziehen, um sich dann den Stock zu sichern, um sich dann das Set zu sichern, um hier gegebenenfalls dann ein 1-1 draus zu machen. Ist jetzt hier auch von den Prozenten her noch recht ausgeglichen. Gut für beide Teams. Sehr gespannt, was hier rauskommen wird. Da könnte jetzt schon ein versuchter Spike kommen. Just kriegt sich allerdings nochmal gefangen und jetzt kommt's. Jetzt muss er den versuchen, einfach unten zu behalten. Kriegt allerdings nochmal mit einem Griff gegen die Stage geworfen und verliert seinen Stock. Ist allerdings jetzt dafür nochmal mit den Prozenten im Vorteil. Ja, man hört es auch schön im Hintergrund aus der Gathering Area, wenn man das an der Stelle so sagen kann. Da wird mitgefiebert, da wird, da hört man alle Laute. Und da verliert er es noch. Da verliert er es noch. Ja, so kann man sagen, es bleibt weiter spannend, auch wenn Tobito in dem Moment auf 2:0 erhöht. Damit also der klare Vorteil auf seiner Seite. Er setzt damit Just mächtig unter Druck. Denn wenn Tobito auch das nächste Match bzw. die nächste Partie gewinnt, ist die Reise am heutigen 1. April, kein Scherz, für ihn vorbei. Ja, das Matchup ist dann doch schon so ein bisschen ein April-Scherz. Also hier normalerweise Dark Samus gegen Joker, dass sie hier dann beide Ganondorf spielen. Kommt jetzt hier in dem Fall Tobito zugute, wie wir gesehen haben. Sehr ärgerlich hier für Just, dass er zwei Stocks eigentlich im Vorteil ist, beziehungsweise 2:1, er hätte einen Stock, den er ruhig verlieren könnte und dann doch noch am Ende einfach rausfliegt, weil Ganondorf kann so viele Prozente innerhalb von kürzester Zeit machen, vor allem wenn er im Rage ist, weil er sowieso schon viele Prozente hat und dann einfach noch den Finisher zum Ende hin raushauen. Und jetzt braucht er einfach nur noch diesen einen Stock und damit gehen wir auch schon ins dritte Match. Matchpoint für Tobito. Ja, würdest du sagen an der Stelle vielleicht heute Abend die falsche Entscheidung aus Sicht Justs zu sagen, okay, wir machen dieses Ganondorf gegen Ganondorf-Ding. Ist das vielleicht der Grund, warum ihr jetzt hier einfach 2:0 hinten liegt und auf früh in Rückstand gerät in dieser letzten entscheidenden Partie? Ja, erstmal, das war ein schöner Spike direkt an der Kante, dass er hier nochmal Just runtergehauen hat. Ansonsten, es ist zwar für ihn wahrscheinlich hier in dem Matchup ein bisschen schlechter, aber ich weiß gar nicht, ob sie hier auf den Sieg gehen. Und Tobito macht genau beide! Tobito macht genau das, was ich eben gesagt habe. Er weiß, dass er einen Stock-Vorteil hat und nimmt einfach beide mit nach unten mit. Wenn er das jetzt nochmal hinkriegt, hat er dieses Match gewonnen. Das gibt's ja gar nicht. Ja. 1:1 Ausgleich, also den Vorteil, den er eben noch auszunutzen versucht hat, ne, wird jetzt auf einmal als Boomerang dann doch vielleicht zum Nachteil? Ja,
Muss nicht sein. Also hier kommen einfach viel Damage in kurzer Zeit rein. Das sehen wir auch daran, dass es gerade mal ein... Ja, da ist es wieder! Ist. Und Tobito hat damit das Match gewonnen, indem er ihn runterzieht. Da kam es jetzt einfach nur drauf an, welcher Ganondorf zieht den anderen nach unten und gewinnt damit das Match 3:0. Damit hat Tobito, ist Tobito eine Runde weiter und Just ist raus. Das ging schnell. Es ging schnell, ja. Ich würde es an der Stelle tatsächlich sagen, okay, es war aufgrund der spontanen Entscheidung. Ansonsten hätte das Match auch gut und gerne anders ausgehen können. Aber war es vielleicht auch eine Lektion für Jus zu sagen, okay, so ein Ding mache ich nicht nochmal. Immer wieder kommt er von hinten. Ja, es geht natürlich um den Spaß, aber heute Abend natürlich auch ein bisschen um den einen oder anderen Preis. Ja, das will man natürlich auch nicht vernachlässigen. Im Gegenteil, auch hier wird heute Abend um kleines Preisgeld gespielt. Aber so ein Friendly ist trotzdem noch mal schön für alle Zuschauer und vor allem auch für die Spieler. Also die Spieler flippen dann im Nebenraum noch mal umso mehr raus, dass sie einfach hier einen Ganondorf-Ditto sehen. Deswegen, klar, unlucky hier für Just, dass er dann 3-0 rausfliegt. Hier war von Tobito auch auf der einen oder anderen Seite dann einfach der Lucky Take dabei, dass er den ein, zwei Hits mehr durchbekommen hat. Ja, am Ende auch nochmal knapp. Er hat hier im Prinzip zweimal Just gefinished, einfach nur damit, dass er ihn nach unten gezogen hat. Also zwei Stocks weggenommen, einfach nur durch dieses Finish. Deswegen kann mal passieren, aber gut ausgenutzt von den Ganondorf-Moves.